Herzlich willkommen zu Video 183. Die Tendenz zu verfrühten und unangebrachten, unbewussten Nachrufen in der Presse zur Krebsdiagnose von Kate, Princess of Wales. Aus astrologischer Sicht der Versuch einer Annäherung. Herzlich willkommen bei Sternzeichen Atelier für kreative Lebensbewältigung. Mit Mut, Wissen, Strategie, Kreativität und Taktik machen Sie das Beste aus Ihren Fähigkeiten. Ich unterstütze Sie auf Ihrem Weg. Ja, natürlich muss ich als Astrologin auch meinen Senf zu der Thematik geben. Das ist logisch. Und ich habe mir das Geburtshoroskop von Kate Middleton rausgesucht. Eigentlich ist ja korrekt, Kate Princess of Wales oder Kate Westminster wäre, glaube ich, richtig. Ich glaube, ja. Jedenfalls das dazu, weil sie ist ja nun mit Prince William verheiratet und deswegen auch nicht mehr Middleton. Und die drei Horoskope, die ihr hier im Einspann seht, ganz links ist ihr Geburtshoroskop, dann rechts die Krebsdiagnose, die sie jetzt bekommen hat und unten ist die Operation, die Magenoperation, der sie sich da unterzogen hat im Januar. 16. Januar, das ist ja ganz kurz nach ihrem Geburtstag, denn Kate Middleton hat am 9. Januar 1982 das Licht der Welt erblickt. Und ich werde nur ganz kurz das Thema anreißen und mich sehr knapp halten. Aber ich finde es also, weil man kriegt ja alles über sie jetzt ausgebreitet im Moment. Und das klingt für mich alles immer schon so wie ein Nachruf. Und ja, ich sag mal einfach, wäre die vor 10 Jahren an Krebs erkrankt oder vor 15, hätte es astrologisch besser gepasst. Klingt jetzt bescheuert, werde ich euch aber auch gleich begründen, warum. Und ja, ich werde mir auch erlauben, eine astrologische Prognose zu stellen. Und da steigen wir jetzt mal ganz kurz ein. Ich will es ja nicht zu lange werden lassen, deswegen fangen wir mit dem Grundhoroskop an. Und da haben wir eine ganz wichtige und sehr auffällige Situation. Und zwar ist Kate Middleton ziemlich genau auf Vollmond geboren. Und Samstag war es auch. Um 19 Uhr hat man mir gesagt und sie ist auf jeden Fall geboren mit der Opposition Sonne im Steinbock, das sieht man rechts unten, auf der Spitze vom 6. Haus und dem Mond im Krebs auf der Spitze vom 12. Haus. So, und der aufsteigende Mondknoten ist aufgerichtet Richtung Mond, das heißt also sie wird tendenziell eher sich Richtung ihres Mondes im Krebs hin entwickeln. Und jetzt kommt's, das haben wir einen Löwe-Aszendenten. Gut, Löwe, ne, der Herrscher, das ist auch schon mal eine sehr schöne Angedeutung. Und wäre sie jetzt Single geblieben und hätte nicht geheiratet, ne, dann hätte sich die Tendenz Richtung Steinbock wahrscheinlich ausgebaut von der Entwicklung her. Und dann hätte sie durchaus vom ganzen Intellekt und von ihrem ganzen Stand auch eine hohe Managementposition einnehmen können in ihrem Leben. Jetzt hat sie sich aber eben für die andere Rolle, für die weibliche, für diese stark unterstützende Rolle entschieden und ist ja trotzdem damit eine unglaublich machtvolle und auch sehr ein Mensch, wo man einfach hinguckt. Ich muss bei ihr immer so ein bisschen an Evita Perón denken. Also nicht an Evita Perón mit der politischen Seite, die ja sehr daneben gegangen ist, sondern an diese Evita Perón, die sich sehr hübsch gemacht hat, die einfach super gut aussah und die eben, ja, aber auch so ein bisschen eine Tendenz hatte, wie eine Kerze zu funktionieren, die an beiden Enden brennt. Und das sagt man Vollmondmenschen ja allgemein nach. Ne? Diese Kerze brennt an beiden Enden, bevor es dämmert, geht sie aus, aber sie gibt ein strahlend Licht. So, und warum ich, dann gucken wir erstmal weiter in das Grundhoroskop. Also wir haben diesen sehr starken Power-Aspekt. Dann haben wir ein sehr, sehr stark betontes drittes Haus. Und an der Spitze vom, da ist die Waage und da ist der Mars drin, da ist Saturn drin, da ist Pluto drin. Da ist die, ist der Jupiter drin im Skorpion, dann schon auf der Spitze von Haus 4. Und da ist der Uranus im Schützen. Das ist ziemlich interessant, weil Uranus im Schützen, Uranus in Haus 4 bedeutet einerseits ein ungewöhnliches Zuhause. Ja, ein sehr machtvolles Zuhause, gut, das haben wir, klar. Auf eine Weise eine Art, ja, ein Zuhause, das irgendwie früher zerbrechen könnte, als allgemein angenommen wird. So im dritten Haus zeigen sich normalerweise auch die Geschwister.
Gut, Katharine hat eine Schwester und einen Bruder. Drei Planeten sind im dritten Haus, würde also passen. Mars wäre dann der Bruder. Pluto könnte die Schwester sein und Saturn ist sie, weil sie ist Steinbock. Sonne und der Steinbock gehört zum Saturn als Planet, da würde ich sagen. So, also das sieht man da auch. Da könnte man schon sagen, okay, passt. Liebevolles Zuhause, ein Zuhause, in dem es auch durchaus um Macht geht. Ja, so eine, das ist schon so eine, auch da ist auch so eine bestimmte Form von Hemmung drin, wie die Engländer halt so sind. Das ist so ein bisschen englischer Stil im vierten Haus. Und wie gesagt, Uranus in vier bedeutet Reisen durch die häusliche Situation, gleich viel im Schützen. Und gleichzeitig bedeutet das unter Umständen eben auch ein Zuhause, das in der Öffentlichkeit stattfindet. Oder möglicherweise eben auch durch die Öffentlichkeit gezerrt wird. Also der Aspekt Uranus im vierten Haus gilt einfach auch als überraschende Umbrüche in der häuslichen Situation. Und ganz klar auch als eine Situation, ich sage jetzt mal einfach, die von ihr sehr viel Nüchternheit abverlangt, was eigentlich ganz gut klappt. So mit einer Steinbock-Sonne eigentlich. Aber da ist auch viel persönliche Unterdrückung, ne? So, ich meine, so eine englische Königin, die ist, kann ja nicht sich, oder eine zukünftige Königin, die kann sich nicht so austoben, wenn sie in die Disse geht und fängt an, sich da einmal kräftig zu schütteln, schon hat sie eine Schlagzeile, ne? Das, ja, das hemmt auch ganz vieles. Und nimmt auch den Menschen sehr, sehr zurück, ne? Und man sagt, wenn sich jemand zu sehr zurücknimmt, dann entwickelt sich daraus unter Umständen auch so die Tendenz zum Krebs hin. So, jetzt muss ich eine Sache sagen. Wir haben in Haus 3 einmal eben die drei Planeten, man sagen könnte, drei Geschwister, Tanten, Onkel, eigentlich große Familie. Was aber auch da ist, ist die drei Übeltäter, die astrologischen Übeltäter, also Pluto, Mars und Saturn, sind da alle zusammen. So, und das ist, also es gibt so mehrere Hinweise darauf, dass die häusliche Situation vielleicht gar nicht so unharmonisch ist, aber durch irgendetwas, durch Übeltäter bedroht und zerstört werden kann. Ich will es ganz bewusst sagen kann, ne? Weil da spielen noch ganz andere Aspekte mit rein, auf die kommen wir gleich. Wenn wir die aktuellen Transite angucken, ich musste gerade mal zwischendurch was trinken, wenn ich dann so unterbreche, weil wer viel redet, ne? So, und dann haben wir hier eine Situation, wie gesagt, der Uranus ist immer wichtig zu beachten. Da kommen wir nachher noch drauf. Und dann haben wir die Sonne im Steinbock, wie gesagt, Haus 6. Da sind längere Aufenthalte im Krankenhaus drin. Haus 6 gehört zur Jungfrau, gehört tatsächlich zum Magen-Darm. Da sind Empfindlichkeiten, die schlagen auf das Magen-Darm-System. Gut, das hat gepasst, dass da gleich ein Tumor bei rauskommt, naja. Kann bei der Konstellation sein, muss aber nicht. Und zwar liegt es daran, bei Tumoren sind immer astrologisch in irgendeiner Form der Krebs, der Mond im Krebs, der Krebs selber, das Tierkreiszeichen Krebs und das Tierkreiszeichen Steinbock beteiligt. Und die haben wir hier halt beide. Ja, ich sag mal, Catherine ist ja auch jemand, der lernen musste, zu vielen Dingen einfach die Klappe zu halten. Und ob das nur so ihrer Charakterlage entspricht, wenn ich mir das hier so anschaue, da ist natürlich auch eine ganz starke Unterdrückung von einer Menge Temperament, was sie halt auch hat. Ne? Da ist, ich habe in einem Artikel gelesen, sie füllt zu Hause gerne so Mandala-Bilder und sowas aus und macht gerne so Ausmalbilder. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie gerne ein bisschen mehr Kunst machen würde. Das wäre übrigens auch das, was ich jetzt sagen würde zum Thema Krebsdiagnose. Ich würde ihr fast eine Kunsttherapie empfehlen. Dass sie sich da anfängt, mehr auszudrücken. Kunst und mehr, da, mir fehlt hier in ihr als Person und in der ganzen Situation fehlt mir so ein bisschen der Freudeaspekt. Das ist sehr viel Pflichterfüllung, aber sie soll sich ja wegentwickeln von ihrer Steinbock-Sonne. Steinbock-Sonne ist machtvolle Pflichterfüllung mit dem Löwe-Aszendent. Sie soll sich ja hinentwickeln zu einem freudvollen Menschen, der, ja, vielleicht kreativer wird und sich nicht mehr ganz so viel in die Öffentlichkeit stellt. Und dadurch auch vielleicht mehr Zeit mit ihren eigenen Kindern verbringt. Also dieses reine Repräsentieren ist zu viel, ne? So für diese Frau im Grunde. Das ist eigentlich too much. Und da sagt ihr Körper gerade, Mädel, du musst hier ganz dringend was ändern. Du brauchst mehr Ruhe. Jetzt muss ich mal eine Sache sagen. Die Prinzessin Diana, die ja auch eine sehr hübsche Frau war, ne? Die war Sonne im Krebs.
Ich habe ihr Horoskop nie angeguckt. Ich würde mich sehr, das wäre jetzt noch der, ich müsste ich direkt mal machen, im Vergleich, könnte man noch mal machen, das wäre an anderer Stelle. So, dann haben wir Merkur und eine rückläufige Venus zusammen, ebenfalls im sechsten Haus, im Wassermann. So, Catherine hat 3 Kinder. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Wo sieht man die im Horoskop? Ja, normalerweise werden die Kinder im 5. oder im 8. Haus angezeigt. Im 5. Haus habe ich Neptun, im 5. Haus habe ich eine Sonne und im 5. Haus habe ich einen aufsteigenden Mondknoten. Das heißt auch, dass das Kinderkriegen irgendwie dazugehört. Der Umgang mit Kindern ist ihr selbstverständlich. Ich glaube, sie hat auch ein ganz gutes Verhältnis zu ihren Kindern. Aber Kinder stellen nicht den Mittelpunkt ihres Lebens dar. Und da arbeitet sie so ein bisschen gegen ihre eigenen Emotionen an. Das ist ein Grundthema beim Steinbock und auch beim Krebs. Man ist zwar sehr liebevoll im Umgang mit Kindern, aber ob man so, ja, manchmal kann man mit den Kids halt noch nicht so richtig was anfangen. Na, so, das sind so Sachen, die gehören irgendwo dazu. Aber sie weiß noch nicht so, ob sie das, also das sind bestimmte eigene Schmerzpunkte. Sie ist halt selber, wie gesagt, ordentlich Geschwister, ja, 3, mit ihr zusammen waren es 3 Kinder. Sie selber hat jetzt 3 Kinder. Ja, und ich könnte mir vorstellen, über der ganzen Familie hängt immer noch so ein bisschen der Schatten von Lady Diana. Das sieht man so mit der Lilith da, also mit dem schwarzen Mond auf der Spitze von Haus 5. Ich sehe das dritte Kind nicht im Haus 5. Ich weiß noch nicht so genau. Ja, so. Wo ich das verorten soll. Ja. Und das mit der Magenoperation, da kommen wir auch gleich bei den Transiten noch drauf, ist tatsächlich in diesem Horoskop durchaus angelegt. Stressmagen. Ja. Und das schauen wir uns jetzt alles in Ruhe an. Das Ding ist einfach, Kate ist eine hochintelligente Frau und hat im Moment rein repräsentative Aufgaben. Und na klar kann ihr Löwe-Aszendent da strahlen und sie hat auch ein sehr angenehmes Leben dadurch, aber ihr fehlt was, weil sie als Prinzessin von Wales einfach zwar Dinge tun darf, aber sie kann nie klar ihre Meinung äußern, sie kann nie wirklich mal aus sich rausgehen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt mit fortschreitendem Alter leider auch ein bisschen rächt. Deswegen könnte der psychologische Teil ihrer Krebserkrankung sein. Jetzt habe ich hier das Horoskop von der Operation eingeblendet. Da habe ich natürlich keine Uhrzeit und so. Deswegen ist es auch etwas schwierig. Aber gucken wir uns das mal an. Ich meine, man sieht schon den entscheidenden Punkt. Es ballt sich da eine ganze Menge Zeug. Alles im linken unteren Ende, das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Person sich zurückziehen muss, das nicht ganz freiwillig tut und ja, die Operation schwerer verläuft, als man allgemein so gedacht hat, mit Sonne im Steinbock, Mond im Widder und Neptun ist relativ nah dran in den Fischen. Ja, handelt sich um eine Operation, die nicht zu vermeiden gewesen ist, wo sich sehr viel Stauung aufgebaut hat. Das kann man mal so sagen. Ja, und wie gesagt, alles ballt sich so auf einer Ecke mit Venus im Schützen bis hin zu Uranus im Stier, aber halt so alles beieinander. Und ihr seht das schon, selbst wenn man da ein Sonnenstandhoroskop macht, und das habe ich gemacht, weil ich keine genaue Uhrzeit gefunden habe zu dem Thema, sieht man, dass da eine energetische Ballung einfach drin hängt. So, das ja, dass da viele Dinge zusammenkommen, wo man eigentlich sich normalerweise wünscht, dass man die nicht so eng um sich rum hat. So, die Krankheit, die da angelegt ist, die scheint schon länger angelegt zu sein. Da komme ich gleich drauf, wenn wir uns die 3 Bilder zusammen angucken. Denn mit Venus im Schütze ist ja ihr Uranus schon längst betroffen. Und der Pluto ist an dieser Stelle noch ganz nah bei ihr an der Sonne dran. Und der Mars ist vor allen Dingen an ihrer Geburtssonne dran. Und das ist einfach ein starker Eingriff und ein starker Angriff gegen die Person, die hier operiert wird. Das Horoskop, was ich euch jetzt eingeblendet habe, das sind 2 Termine übereinander. Und zwar ist es einmal im Innenkreis, das Geburtshoroskop von Catherine of Wales
Und im Außenkreis ist es das Horoskop, wo sie jetzt sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen ist am Freitag, den 22.03. und verkündet hat, dass sie eben tatsächlich erkrankt ist. Und da gehen wir jetzt mal die Transite durch, denn die sagen uns eine ganze Menge über die Situation als solches. So. Verkündet hat sie jetzt, dass sie schwer erkrankt ist, zu Mond in der Jungfrau. Das passt auch zu ihrer Magen-Darm-Operation, denn die Operation selber ist wahrscheinlich sehr heftig gewesen, hat nicht genau gewusst, was sie eigentlich hat, vermute ich. Hat gemutmaßt irgendwann Morbus Crohn oder Morbus Bechterew, also irgendwas Morbus-mäßiges, was auf den Magen-Darm geht. Fetzi ist es in letzter Zeit immer öfter mal wieder schlecht geworden. Und dass sie dann diese Krebs-Sachen gefunden haben, das ist eine Situation, ja. Das war mit Sicherheit eine Überraschung, auch wenn dieser Krebs schon länger in ihr existiert hat. So, und die Magen-Darm, also das ist vor allen Dingen eine Darm-OP gewesen. Da kommen noch ein paar Sachen zusammen. Und diese zweite Sache mit dem Darm, was immer sie da am Darm hat, das scheint was Chronischeres zu sein. Und das ist auch, ja, so bescheuert wie es klingt, möglicherweise deutlich gefährlicher, weil es hinter dieser Krebsdiagnose jetzt so zurücktritt, als die Krebsdiagnose. Denn diese lange Heilungssituation, die hast du eigentlich normalerweise nicht. Wenn du einen Tumor findest, dann kannst du den recht gut rausoperieren. Und das war es dann, die lange Heilungsphase bedingt, ist eigentlich ja ein altes Narbengewebe und so weiter. Und da muss ja noch was anderes vorliegen, was jetzt im Moment gar nicht diskutiert wird, weil man neben der eigentlichen Diagnose im Magen-Darm-Bereich, der diesen schlimmen Zusammenbruch verursacht hat, wegen dem sie ja schlussendlich ins Krankenhaus gegangen ist, mit der Langzeitdiagnose Krebs überdeckt. Und das ist der Krebs, das ist immer der Schocker. Aber ich fürchte, da wird auch noch was anderes, was im Magen-Darm-Trakt hängt, verdrängt. So, dann haben wir weitergehend eben die Planeten der Waage bei ihr, was ich ja schon gesagt habe. Da wird es auf der anderen Seite eher interessant im Widder. Wir haben Sonne im Widder, da kommt es jetzt halt einfach raus, sagen wir so. Es wird jetzt eben diskutiert. Die Diskussion wird auch bis zum kommenden Vollmond, das ist in 2-3 Tagen erst, noch weitergeführt werden. Und es kann sein, dass es ihr zu der Vollmondsituation nochmal richtig dreckig geht. Das ist jetzt rein einfach körperlich betrachtet. Bestimmte Sachen, wenn bestimmte astrologische Themen vorliegen, dann ist es so, dass halt oft die betroffenen Personen zu ganz bestimmten astrologischen Zeiten nochmal so einen richtigen Zusammenbruch haben. Das ist einfach so, weil wir sind halt auch mit unserer Physis in dieses ganze Thema mit eingebunden. Und daher kommt das. Also das heißt, wir reagieren dann einfach nochmal auf die Gesamtsituation, die planetarisch funktioniert. Und jetzt ist Vollmond. Sie hat es, wie gesagt, jetzt ein paar Tage vor Vollmond geäußert. Und Vollmond ist für Leute, denen es nicht gut geht, die körperlich sehr angestrengt sind und die vielleicht auch erkrankt sind, immer eine ganz bescheidene Zeit. Also klar, sie schont sich mit Sicherheit sowieso noch. Aber es ist natürlich jetzt auch so, der kommende Vollmond fällt auch noch fast auf Ostern drauf. Und da ist eigentlich ja Familienzeit angesagt. Und eigentlich muss sie sich der Öffentlichkeit stellen. Und da wird es dieses Jahr halt einen Umbruch geben. Das heißt, öffentliche Auftritte für Prinz William, und sie wird halt wohl eher zu Hause bleiben, und dann wird es halt auch mal bei Königs eine normale kleine Familienfeier geben. Und naja, ich glaube, die Briten sind nett genug, dass sie das ihr auch einfach lassen, ne? Und da Rücksicht nehmen, aber sie selber muss sich diese Rücksicht auch geben, und das ist, glaube ich, viel schwieriger. Geht's weiter? Wir haben den Uranus im Stier auf Chiron. Das heißt, da ist eine lang anhaltende, lang sitzende Verletzung und Verwundung. Ja, das ist also diese Rolle als Prinzessin, aus der du einfach nicht rauskommst. So. Und Jupiter im Skorpion nach unten hin, sie ist auch damit ein Symbolum für eine ganz klassische Situation der modernen Frau. Denn entweder entscheidest du dich für Familie, das hat sie letzten Endes getan, oder für den Beruf. Und egal wie es ist, eins von beiden bleibt immer auf der Strecke. Und je nach Menschentypus kann man damit handeln, oder man wird eben einfach depressiv, oder man kriegt leider auch solche Erkrankungen wie Krebs. Das ist so ein bisschen die Krux bei uns Frauen, weil wir halt einfach ja viel in unseren Rollenbildern dann auch festsitzen. Und ja. Das ist so.
Jupiter kontra Jupiter. Und da muss ich euch jetzt leider sagen, mache ich mir ein bisschen Gedanken. Denn ich habe leider astrologisch gelernt, dass der Jupiter sehr häufig als Todes- und Übergangsplanet agiert. Und er ist jetzt zusammen mit dem Uranus unterwegs. Und ich hoffe wirklich, dass sie da in irgendeiner Form durchkommt. Aber spontan habe ich ihr Gesicht gesehen. Und ich habe das Pech, dass ich einige Freunde schon an Krebs verloren habe. Und sie hatte diese Aura. Sie hat ganz klar diese Aura von, sie steht auf der Kippe, massiv auf der Kippe, Tendenz zum es nicht schaffen. Unter Umständen geht es auch viel schneller, als wir das alle denken. Das muss ich leider auch dazu sagen. Diesen Gesichtsausdruck habe ich zum Beispiel auch bei Patrick Swayze gesehen. Diesen Gesichtsausdruck, wenn ich jetzt bei öffentlichen Schauspielern bleibe, ne, bei Michael Landon, bei etlichen anderen, wo ich das weiß. Ich habe ihn bei einer Freundin von mir gesehen, ganz, ganz lange. Die habe ich begleitet, als sie verstorben ist, 2017. Das ging zwischen 2015 und 2017. Das Thema 2 Jahre lang. Ein ganz bestimmter, ich kann es nur so sagen, so ein ganz bestimmter Gesichtsausdruck, der dann einen einfach festhält. Gut, wir haben eine Situation, dass der Uranus bei ihr im Schützen ist. Das heißt also, das kann sich auch noch eine ganze Menge ziehen, eine ganze Zeit lang ziehen. Es kann auch sein, dass so eine fiese Situation kommt, dass alle denken, sie ist geheilt und dann geht's ganz fix los. Und das wäre sehr schade. Aber es steckt drin, ne? Also das ist keine Kleinigkeit, was sie da mit sich rumträgt. Und wie gesagt, die Kombination jetzt nur auf den Krebs zu schauen und nicht zu gucken, was da noch ist, an Zusatzerkrankungen, was bei Frauen auch passieren kann, wenn sie 3 Kinder bekommen haben. Nicht jeder verträgt das körperlich so gut. Da steckt leider tatsächlich so eine Tendenz drin. Gucken wir uns mal den Pluto an, der ja in den Wassermann gewechselt hat. Parallel übrigens zu der Operation ist er vom Steinbock in den Wassermann. Da wäre es eigentlich eine Befreiung, aber der braucht noch 1-2 Jahre, bis er auf Merkur und Venus gelandet ist. Also diese Rekonvaleszenz, wenn sie vollständig rekonvalesziert, die zieht sich. Wie gesagt, wir haben so 2 Varianten. Entweder schafft sie es und rekonvalesziert dann mindestens über 5-6 Jahre. Eigentlich wahrscheinlich sogar 7. Oder das geht jetzt ganz fix zu Ende. Sie ist jetzt 42 und mit 42 betritt man die sogenannten Scherenalter. Also Lebensjahr 7. Und da heißt es ja 7 von 42 bis 49 ist das Scherenalter, wo man eigentlich so aus dem gröbsten Kindererziehungsthema wieder raus ist und sich wieder auf sich selbst zurück konzentrieren kann, theoretisch. Und wo eigentlich neue Aufgaben auf sie warten würden und auch ihren Mann. Ich sage jetzt mal so Stichwort Prinz Charles und Camilla, die ja nun wirklich in sehr fortgeschrittenem Alter die Königswürde erlangt haben und sich definitiv eigentlich nicht darauf eingestellt haben, das zu lange zu betreiben und doch dann relativ schnell an Prinzessin Kate und Prinz William zu übergeben. Ne? Also bereit sind meiner Meinung nach. Und jetzt kommt sie und verändert sich dann die gesamte häusliche Konstellation. Und da ist noch was Altkarmisches drin. Wir haben dann noch Prinz William und wir haben da auch noch eine zweite Prinzessin, die da gerade in Amerika sind. Da kommt eventuell noch altes Familienkarma durch. Denn bisher war es ja immer so, wer sich mit der amerikanischen Frau eingelassen hat, und da ist Prinz Harry jetzt auch ganz klar, wir haben Prinz Harry, nicht Prinz William, wir haben ja noch Prinz Harry, da ist die zweite Garnitur, dann sind die immer zum Tragen gekommen. Also bisher war es historisch immer so, der ältere Bruder, wenn mehrere Brüder mit Thronfolge unterwegs waren, siehe Prinz Edward und dann die Nachfolge von King George, als der seine Wallis heiraten wollte, das dann auch getan hat, da war die zweite Garde, waren die Großeltern von Prinz William und Prinz Harry. Und jetzt haben wir Harry mit der amerikanischen Frau. Und jetzt meint aber Prinzessin Catherine, sie muss erkranken. Und auf einmal wird die zweite Garde unter Umständen interessant. Denn ich weiß nicht, wie Prinz William ohne seine Frau klarkommen wird. Das ist so. Sie war immer die Supporterin und jetzt braucht sie Support. Das ist auch eine ganz interessante Konstellation, historisch betrachtet, wohin das eventuell noch tendieren kann.
Ja, das wäre noch ein Gag, wenn die sogenannten Ausgestoßenen wieder zurückkommen nach England und Verantwortung übernehmen müssen, weil es gar nicht anders geht, oder die Monarchie anhand dieser Situation dann zusammenbricht. Und ich glaube, die Briten brauchen ihre Monarchie auf eine Art und Weise noch. So, und hier auf dem dritten Bild, da habe ich jetzt alle drei Horoskope, die ihr vorhin so übereinander gelegt habt, mal nebeneinander stehen, und zwar unten die Operation. Da habe ich ja schon einiges zu gesagt. Links das Horoskop, das Geburtshoroskop von Kate Middleton, und rechts die aktuellen Zeittransite, also wo sie jetzt bekannt gegeben hat, dass sie erkrankt ist. Ne? Und wenn man die jetzt sozusagen übereinander packen würde, dann würde man sehen, dass die Operation, die sie da wirklich hatte im Januar, einfach sehr, sehr einschneidend gewesen ist. Das ist mit Mars in der Nähe von ihrer Sonne im Steinbock einfach ein ganz massiver Eingriff. Ja, kann man nicht anders sagen, ne? In ihre Körperlichkeit. Und das hatte ich ja auch schon gesagt. Aber so baut man das astrologisch auf und guckt sich die eben dann auch nochmal parallel an, die Sachen. Und worum es jetzt geht, mit so viel planetarischen Sachen auch im Fisch, die wir hatten, ist tatsächlich eben jetzt die eigene innere Vergiftung. Ja, da muss jemand sich sehr, sehr stark mit einer ganz massiven Veränderung seines Lebens beschäftigen. Und es betrifft natürlich die Kinder. Und was sie gesagt hat in dem Interview zum Thema Krebs, dass sie also ihren Kindern das schon beibringen wollte, dass sie versucht haben, richtigen Zeitpunkt zu finden und so weiter und da sicher sein wollten, dass sie als Mutter auch wieder geheilt wird und wieder sich besser fühlt und gesund wird und so. Alles schön und gut, aber ich glaube, dass ich bin mal noch gespannt, ob das sich tatsächlich dann auch so umsetzen lässt oder so umsetzt, weil ich bin da noch etwas skeptisch, was das Thema der Heilung angeht. Ne? Also Catherine ist ein Typ, der viele Sachen für sich behält, wo ich sagen würde, es wäre vielleicht ganz gut, sie würde mal mehr rauslassen. Also das ist ein zu viel an Selbstbeherrschung. Die braucht ein Ventil, wo sie für sich auch mal ihre Sachen wieder los wird, und dieses Ventil fehlt ihr. Und hier ist ein Horoskop kompletter Pflichterfüllung, und da kann ein Mensch auch dran zerbrechen. Ja, und das war jetzt mein kurzer Senf zu Catherine. Und wem der kleine Senf gefallen hat, der gebe mir bitte einen Daumen hoch. Und dann folgt jetzt morgen noch oder übermorgen, muss ich sehen, wie ich schaffe, das nächste Vollmond-Horoskop.